Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von TOC, Schätze des Wissens. Heute geht es um Qigong und Musik. Was haben diese beiden miteinander zu tun? Haben sie überhaupt eine Verbindung? Ich habe für diese spannende Frage drei Vertreter eingeladen. Einmal Markus May, er ist Meisterschüler von Tian Liang und Musiker, spielt Gitarre und die persische Oud. Dann Heiner Frühauf in Portland, Oregon. Er ist TCM-Arzt und Sinologe und Linienhalter einer der ältesten I Ching Jing-Linien in China. Und Fao Torres, er hat 6 Jahre in Taiwan gelebt, ist Musiker und Tai Chi- und Qigong-Lehrer. Zwischen den Interviews gibt es praktische Beispiele der Verbindung zwischen Qigong und Musik. Ich wünsche viel Vergnügen. Ja, guten Tag Markus. Ich freue mich sehr, dass du mitmachst bei meinem Projekt Qigong, Tai Chi und Musik. Wir kennen uns ja jetzt eine Weile. Ich kann dich als Musiker und ich kenne dich als Musiker und auch als Qigong-Lehrer und stell dir ein paar Fragen zu dem Thema. Gerne. Was bedeutet Qigong und Tai Chi für dich in deinem Leben? Also ich kann sagen, dass Qigong Tai Chi eine der drei großen Säulen in meinem Leben ist. Also neben der Musik und ja, neben der Familie, denke ich, so kann man das sagen. Also praktisch gesehen hält es mich natürlich fit und beweglich durch das viele Sitzen, also das Sitzen beim Unterrichten und auch beim Musikmachen mit den Instrumenten. Es zentriert mich aber auch und ich kann meinen Geist nach innen bringen, also auf eine andere Art, als ich das jetzt mit der Musik mache. Und ja, ich liebe auch also einfach diese innere Arbeit und dem Qi nachspüren und herauszufinden, was so im Inneren passiert. Und ich finde natürlich die Bewegungen wahnsinnig schön, die weichen Bewegungen Tai Chi. Genau. Und unterrichten tue ich das, einfach um es den Leuten nahe zu bringen. Man hat ja so ein bisschen so eine Mission auch, wenn man irgendwie findet, wenn man von den positiven Auswirkungen von einer Sache überzeugt ist, dann, dass man das den Leuten nahebringen will und dann, wenn dann einfach auch noch gute Reaktionen kommen, gutes Feedback kommt und so, dann wird das einfach immer angespornt und dann hat man auch noch mehr Spaß beim Unterrichten. Und was bedeutet Musik für dich? Ja, es ist die zweite Säule oder also ohne Wertung, ohne Reihenfolge. Ich mache Musik eigentlich seit ich ein Kind bin. Am Anfang war ich noch nicht so davon überzeugt, was an den Instrumenten lag. Und aber spätestens mit 13, 14 als Jugendlicher mit der Gitarre bin ich eingestiegen und es war einfach eine große Befreiung. Und ich habe gemerkt, boah, das war's. Das ist das, was ich machen will. Mein ganzes Leben. Und es ist bisher so geblieben. Ich habe ja eine klassische Ausbildung auf der Gitarre und das war mir aber, also ein bisschen zu, also das Konzertkorsett war mir eigentlich zu eng, weil ich war immer auf der Suche nach Klängen, hatte Lust zu experimentieren, zu improvisieren, sei es jetzt mit der E-Gitarre oder seit ein paar Jahren auch mit der arabischen Laute, also immer auf der Suche nach irgendwas Spannendem, was ich vorher so noch nicht gehört habe. Die Oud ist, also vor allem die Oud ist auch so ein Meditationsinstrument für mich. Also vor allem, wenn ich es alleine spiele, ja, und die Klänge so mit in mein Inneres nehme, womit wir wieder eine Verbindung zum Qigong und Tai Chi hätten. Erfährst du eine Verbindung von Qigong und Tai Chi und Musik? Ich finde, man kann mit Musik und vor allem mit einem kollektiven Spiel und mit Qigong Tai Chi so ein Alles ist eins Moment kreieren, so eine Art, so ein erhabenen Moment. Also ich habe das schon erlebt, wenn ich mit guten Leuten vor allem improvisiere, Leute irgendwann so ein Punkt sich so kulminiert, indem man merkt, boah, das ist jetzt irgendwie so ein, man ist im Flow, man regt sich und inspiriert sich gegenseitig an und erreicht so Klänge oder Melodien, die man vorher noch eigentlich gar nie gespielt hat, ja. Und dann
bis du irgendwann fertig und denkst, boah, was war jetzt das? Großartig. Ja? Und im Qigong und Tai Chi, finde ich, kann man das erleben, wenn man mit guten Gruppen, sage ich mal, übt, wo man nicht mehr viel erklären muss und man einigt sich darauf, dass die Stunde vielleicht nicht groß was erklärt wird und wir gehen von einer Übung in die nächste und ja, man improvisiert ja da normalerweise eher auch nicht Tai Chi und Qigong, aber es kann trotzdem so einen gemeinsamen Flow, eine Verbundenheit und ein Vibe entstehen und man, die ganze Gruppe ist verbunden, man ruht in sich und auch so eine Stunde ist dann im Nu irgendwie vorbei. Genau. Manchmal gebe ich zu, hilft da auch Musik so nebenbei. Gute Musik, die, wobei das Geschmackssache ist, natürlich, was gute Musik für Qigong ist, aber die kann helfen. Also die Teilnehmer begrüßen das immer sehr, wenn Musik dabei ist. Ich mache das, wenn ich nicht so viel erklären muss. Na, letztendlich sind es doch dann so die asiatisch geprägten Musiken. Also ich möchte halt eigentlich so, dass die Musik, die ich vielleicht im Hintergrund laufen habe, die muss irgendwie ein bisschen, die darf nicht so dicht sein, darf nicht so rhythmisch sein, muss so irgendwie Platz lassen, atmen können, so eine gewisse Spiritualität transportieren. Man kann schon diese Momente auch für sich alleine entwickeln, aber da musst du dann auch einfach machen, da darfst du dich nicht kontrollieren oder denken, üben, warum mache ich das so, und sondern da musst du es einfach auch fließen lassen und dich nicht werten, was du da machst. Ich denke, dann kannst du auch solche Momente erleben. Ich kenne dich ja als ein Arzt für chinesische Medizin und als Qigong-Übenden und Qigong-Lehrer und als jemanden, der gerne singt, bei Festen, bei so persönlichen Angelegenheiten, Treffen. Und du setzt auch Musik, meistens in Form von Mantras, für deine Studenten ein beim Qigong üben, beim Zusammensein, bei der Meditation. Also das scheint was ganz Wichtiges für dich zu sein. Und deshalb wollte ich dich zuerst mal fragen, was bedeutet Qigong, Tai Chi und auch Musik für dich in deinem Leben? Zur chinesischen Medizin und auch zum Qigong eigentlich als Patient gekommen. Ich hatte als junger Mann einige schwerwiegende Gesundheitsprobleme und bin deswegen extra nach Abschluss meines Doktorandenstudiums an der University of Chicago in Sinologie zurück nach China gegangen, um Selbstheilung zu suchen, in erster Linie durch das Qigong, und habe dann dementsprechend auch sehr gute Lehre gefunden.
und mache jetzt das Qigong, spielt eine wichtige Rolle für mich in meinem Leben seit über 30 Jahren. Und als ich hier das College of Classical Chinese Medicine an der Universität für Naturheilverfahren hier in Portland gegründet habe, war es mir deswegen auch sehr wichtig, das Qigong als so eine sehr grundlegende Modalität, die eigentlich aus normaler Akkreditierungssicht wenig wichtig ist, das sind nur 10 oder 20 Stunden im Curriculum gefordert. Und wir haben mindestens 10-mal so viel bei uns an der Uni, weil chinesische Medizin ist Arbeit mit Energie. Und das geht erstmal darum, diese Energie nicht nur theoretisch zu verstehen, sondern selbst im eigenen Körper zu verstehen, wie die Energie durch die Leitbahnen fließt. Und da gibt es eigentlich keine andere Modalität, die direkter und besser das dem Studenten vermittelt als Qigong. Das heißt also sowohl für meine eigene Gesundheit und Lebensqualität, als auch die für meine Familie, als auch im akademischen Bereich für meine Studenten spielt das Qigong eine wesentliche Rolle für mich. Dann im Lauf der Zeit, weil als ich das gelernt habe in China, war das noch illegitim irgendwie für Lehrer in China selbst, das an chinesische Studenten weiterzugeben. Das hat so was Kultisches gehabt, das irgendwie für die chinesische Regierung damals irgendwie nicht wünschenswert war. Und deswegen hatte ich das Privileg, dann als jemand, der von weit her aus dem Ausland kommt, das von sehr guten Lehrern zu lernen. Und in dem einen Falle ist es sogar so, weil ich dann der Einzige war, der das seit über 3 Jahrzehnten jetzt sämtliche Formen in dieser Jinjingong-Linie gelernt habe, dass ich da sogar als Linienhalter eingesetzt worden bin. Denn da gibt es zwar jetzt chinesische Tudi oder wie würde man wahrscheinlich sagen, nicht nur Studenten, sondern so Meisterschüler, die aber relativ, der Lehrer ist jetzt in den hohen 80er Jahren und hat da nicht mehr so die Energie, das alles im Detail, wie wir das damals gelernt haben, vor über 30 Jahren weiterzugeben. Und da ist halt diese für chinesische Medizin recht ungewöhnliche Lage, dass das auf einmal die Linie so auf einen Ausländer übergegangen ist in meinem Fall. Ich bin mit meiner Liebe zur chinesischen Musik so ein bisschen gekommen wie die Jungfrau zu Kind. Ich bin in Deutschland aufgewachsen in einer Arztfamilie. Da war Musik wichtig, dass man das irgendwie genau wie Reiten und Tennis spielen, halt solche Upper-Class-Geschichten oder so, die man da machen musste. Ich habe das dann halt recht unwillig Blockflöte und Klavier gelernt und später Trompete und mochte das eigentlich nicht so richtig und habe das dann auch aufgegeben, als ich im College war, aber habe immer gerade klassische Musik sehr gerne zugehört. Und habe seit 1994 halt jedes Jahr Gruppen für mindestens einen Monat mit nach China genommen. Und außer den Bewegungsübungen und den Atemübungen im Qigong haben wir immer wieder Lehrer getroffen auf diesen Reisen, die in einer Mantra-Tradition drin waren, ob das jetzt gerade der tibetische Buddhismus war oder in Klostern in China oder auch im Daoismus, wo man mit Energie nicht nur durch Atmung und Bewegung gearbeitet hat, sondern dadurch, dass man Klänge selbst erzeugen kann im eigenen Körper, insbesondere im Brustkorbbereich, wo das Herz ja das Zentrum des chinesischen Organsystems sitzt.
Das übrigens, die in der chinesischen Medizin geht, die dieses Emotion des Le, der Freude, wird genauso oder ist im Altertum genauso geschrieben worden wie die, das chinesische Wort für Yao, für Medizin, oder Yue, wenn man so ausspricht, wie Musik. Das heißt also, die Schwingung, die Energetik, von der wir gesprochen haben, worum sich die gesamte Ganzheitsmedizin, insbesondere die chinesische Medizin, dreht, ist nirgendwo direkter ausgedrückt als in den Schwingungen der Musik. Man kann fast sagen, dass ja, die chinesische Philosophie im Daoismus, aber auch im Konfuzianismus, ist der pythagoreischen Harmonie der Sphären sehr ähnlich, dass also das ganze Kosmos nicht nur mit Energie schwingt, sondern dass der Kosmos eine Symphonie von Musik erzeugt, die ständig um uns drum ist, die ständig uns irgendwie ernährt und wo wir dann direkt irgendwie im Qigong eigentlich sozusagen resonant werden damit, mit dieser, das ist so eins der höheren Stufen im Qigong. Und natürlich, indem man nicht nur lernt, diese Harmonie der Sphären zuzuhören in der Meditation und durch Bewegung, durch Atmung, sondern selbst Musik macht, die dann natürlich in Resonanz mit der kosmischen Vibration steht. Und das ist diese sakrale Idee der Musik, die im Altertum sehr wichtig war, ob das jetzt die pentatonische ist oder, wie ich dann später gelernt habe, in meiner eigenen Forschung, die sich um dieses Modell der 12, der Resonanz von Mikrokosmos und Makrokosmos dreht, wo man also 12 Meridiane im Körper hat in der chinesischen Medizin, die aber in Resonanz sind mit den 12 Schwingungsmodalitäten im Universum, die sich im Laufe der 12 Monate des Jahres abspielen. Und wo die Chinesen dann wirklich so ein Modell hatten, wo jeden Monat hat man eine andere Schwingung, die auch benannt worden ist mit den sogenannten Sha'erlü, also den 12 Pitch Standards, würde man da auf Englisch sagen, also den 12 Tonmodalitäten oder so, die auch in unserem westlichen Tonsystem vertreten sind mit den Oktaven und den Halbtönen dazwischen. Ja, um auf diese Erfahrung während dieser China-Trips zurückzukommen. Wir haben also in solchen Klöstern sehr häufig gewohnt, weil ansonsten ist man in der Stadt und da ist die Luft nicht gut zum Qigong machen. Und dann haben dann halt so eigentlich nebenbei dann solche sowohl buddhistische als auch konfuzianische als auch daoistische Mantren gelernt. Und da hat man dann erstaunlicherweise, also ich habe gar nicht das jetzt bewusst unbedingt lernen wollen. Das war halt so, die Lehrer haben gesagt, das ist jetzt eine wichtige Praxis. Und hat man gesehen, also dass gerade dieser Bereich hier, der in meinem Fall als junger Mensch in erster Linie, also habe ich immer die Töne nebendran gesungen oder so. Deswegen war das Singen eigentlich nicht so meine Sache. Aber das ist wie jedes andere auch eine Sache der Übung, dass man nicht nur lernt, also bei diesen Mantra-Gesängen auf die anderen zu hören und dass man dann als eine Einheit sozusagen Töne von sich gibt, sondern dass man dann auch dieses Gefühl hat, dass man in der Resonanz mit dem Universum gewisse Schwingungen erzeugt, sodass man dann ja so ein Einheitsgefühl hat, das eigentlich das Ziel von jeglichem Qigong ist. Und man hat also beim chinesischen Klangsystem ein Fünf-Elementen-System, pentatonisches System und dieses Zwölf-System, dass es auch in der westlichen Musik gibt,
Und auf jeden Fall sind die Mantren ein Versuch, mit dieser Harmonie der Sphären auf sehr direkte Weise in Verbindung zu treten. Und ich habe das seit dieser Zeit in den letzten ja, 25 Jahren in erster Linie, seitdem ich zum ersten Mal da mit diesem Klangsystem in Verbindung gekommen bin, integriere ich das sehr gerne in meine Qigong-Übung mit meinen Studenten, sogar im normalen akademischen Unterricht. Am Anfang des Unterrichts nehme ich mir häufig 2 Minuten Zeit, um einfach zum Beispiel ein Mantra, das irgendwie gerade die Fähigkeit von uns, irgendwelches Wissen herunterzuladen, sozusagen. Zum Beispiel, es gibt solche buddhistische Mantras, die sind für die Qualität der Weisheit, sollen die öffnen oder so. Es gibt ja sowohl im Buddhismus als auch im Daoismus dann so 5 heilige Berge und 5 Buddhas, die da dort lokalisiert sind, die dann 5 besondere Qualitäten, wie zum Beispiel die Nächstenliebe oder die Weisheit vertreten und dann tonifiziert man sozusagen mit so einem Mantra diese besondere Schwingung, in diesem Falle die der Lernwilligkeit oder Lernfähigkeit und wirkt sehr gut, um die ganze Gruppe in so eine gleiche Schwingung hineinzubringen. Come and come Hello, V. I'm very glad that you take part in this project, Music and Qigong. We are happy to see you since 2 years in Freiburg in Germany at the Tamburi Mundi Festival, where you give a seminary about music and Qigong. And I know you are a musician and a Qigong teacher and Tai Chi dancer. You lived 7 years in Taiwan, now in Colombia. Tell us, how was your way to music and to Qigong? Sure, thank you very much for the invitation. I started studying music since I was very, very, very young. I liked arts in general, so I decided music was the art that I liked it most. And I studied music here in the academy, and then start searching for my spiritual path. I start with yoga and with all the Indian spirituality. I joined the yogi path for 7 years. It was very interesting. I fall in love with that.
But for some reason, some people told me, you should try Tai Chi, you like Taoism. And at that time, yes, I read something about Taoism. I was very young. We are talking about I was 20 years old. But I didn't understand very well Taoism and Zen Buddhism. So for me, yoga and this path was the path I choose. Anyway, I went to a Tai Chi class around the year 2005 here in Colombia. And as soon as I start doing the form, they were practicing the yang long form of Tai Chi. I realized I know how to do this. I think I feel I have done this before. This is easy for me. I can understand what the teacher is saying. It's familiar. So since that time, I fall in love with Tai Chi. I maybe did one more year with Tai Chi and yoga together. And then I just decide to stop doing yoga just focus on Tai Chi, because it was a little difficult to go deep in both of these arts. Nowadays, I am doing again yoga, like a complement of my Tai Chi practice. And then I went to Asia to travel. I wanted to study some of the arts and cultures of Asia, especially the Japanese culture. I went to live to Japan, where I was looking for the studies in ancient Japanese music, and also in the path of the warrior, or the path of the samurai. And I went to Japan and I went to look for that. It was not so easy. Japan is not an easy country, especially if you are not Japanese. So after 1 year, I decided it's okay. I learned some things. I'm satisfied, but I need a little more of the world. Then I went to India to study Indian classical music, and also all around the music and around the culture. And my plan was to go to the mountain Udang in China, where Taoism was born, to learn Taoism and to learn Tai Chi. But some people told me, maybe it's not what you are thinking about. Maybe you are thinking about to find a great master in a cave that gives you all the wisdom. But that thing doesn't exist. Of course, you can go and learn. There are a lot of teachers and schools, but it's now more like a business thing. And they told me, how about you go to Taiwan? Because many of the great masters of all kind of arts, including Tai Chi, with the revolution of Mao, they left China and they went to Hong Kong, Taiwan, Malaysia. So I didn't know at that time about Taiwan anything. Actually, I didn't know where it was in the map. They give me a friend, and then the name of a friend at that time, just email. So I write him an email and he told me, what you are looking for is here, definitely come here. And also I was looking for study calligraphy, and he was also on a calligraphy student. So it was perfect. It was like all what I was looking for. So I went to Taiwan. I lived there for 7 years, and that's how I got involved with Tai Chi. I studied there, not just Tai Chi, but also Guqin, which is an ancient Chinese instrument, and tea ceremony, and some things that are around the culture and arts of, let's say, Tai Chi. Now, how did you came to the frame from? Well, as I told you, I was studying many kinds of music. I haven't focused on just one kind of music in my life. I'm more like a researcher, like an explorer, than a musician. I'm an explorer of the sound and what is around the sound, the culture that is around the sound, what is happening around the sound or the music. And I was a drummer since I was very young. I played rock and roll in a drum set when I was 14 years old.
And I always play many kinds of drums. In India, I studied tabla. In Japan, I studied taiko. And when I went to Iran, actually before I went to Iran, I was in Turkey, I studied darbuka. And in Armenia, there was a group of Irani people playing the daf before I went to Iran. And I saw this and I said, wow, Macy, I want this instrument and I want to learn it. So I went to Iran, I buy a daf, I study daf with an Iranian master. And then through the daf, I discovered the frame drums, which I fall in love, not just the daf, but many kinds of frame drums. And actually nowadays is one of my main instruments. Oh, what is for you the relationship between Qigong and music? Well, they are related. Actually, I need to say that music is for me a tool to enter another dimension. That's what is music for me. Any kind of music, not the beautiful and the special or the classical or the traditional, no, any, even the most pop music. For me, the purpose of this music is to enter another dimension. Qigong, or what I call the practices of Qi, which include Qigong, Neigong, all the forms in Tai Chi, breathing, slow movement, meditation, rooting, many, many, many aspects of this. I call it just the Qi practices. The Qi practices are, the purpose of these practices are to make a root in us, make us understand that everything is changing, like observing the nature. We can understand that everything is changing. Everything is changing in our present, and make us more aware or conscious about our breathing. And through the breathing, we are aware of the changes. So this is what is happening when we are practice these Qi practices. You are applying those techniques because you cannot stop breathing, because the energy to play an instrument, for example, if I do dan, this energy, this movement require qi, which is the name of the Chinese for energy or for life. Mm. So this movement that I do for music involves qi. Yes, I can say that is a movement that I do with my muscles or whatever, but if I don't have qi, I cannot play the instrument. There is no way to play any instrument without energy. And what we called, for example, when you see a musician and you say, oh, this musician is concentrating this music, is because he's connecting with qi. So is of course connected the practices of qi and music.